Moin Moin YouTube und herzlich willkommen zum Opening eines Displays von Legendary Duelists Sister of the Rose. Das ist quasi das neue Duelist Pack, basierend auch auf dem, ich glaube, Duelist Pack 4 oder so aus Japan, mit dem Support für Mai, Akiza, Alexis, Anna und Selina. Wovon ich halt auch unter anderem zwei Decks habe, die ich auch selbst gespielt habe von denen, unter anderem halt Alexis Cyber Angels und Mais Harpien. Das sind so zwei Decks, die mich persönlich sehr interessieren. Und die anderen Decks sind auch ziemlich cool. Ich bin gespannt, was da alles so drin ist. Ich habe mich die letzten Monate eher weniger mit den neuen Sets auseinandergesetzt. Deswegen selbst weiß ich gar nicht, was so krass hier drin ist. Aber bei Legendary Duelists ist es meistens so, die sind doch eher dann doch für die Sammler als für den tatsächlichen Spieler. Hier nochmal vielen Dank an Konami für den Support und das zur Verfügung stellen dieses Produktes für das heutige Opening. Und ich würde sagen, wir machen mal auf und hoffen, dass wir wieder mal den durchschnittlichen Pull von Legendary Duelists hier wieder rauskriegen. Das irgendwo bei, war das 5 Ultras und irgendwie 5 Supers irgendwie? Das war mal so super weird gewesen. Habe ich den nicht aufgekriegt hier mit dem Fingernagel? Da haben wir den auf. Sehr gut. Und ja, gucken wir mal rein. Also ich persönlich habe selbst gar nicht so viele Ideen von den Karten. Die sind halt innerhalb meines Umzugs mehr oder weniger hier bei uns in Deutschland angekommen. Und deswegen habe ich mich damit noch nicht so wirklich auseinandergesetzt. Ich werde die nächsten Wochen mal die neuen Sets einfach ein bisschen nachholen. Und dann kann ich auch ein bisschen mehr dazu sagen. Aber da wir jetzt schon bereits den Release haben, schauen wir uns trotzdem an, was hier drin ist. Denn die meisten, seien wir doch mal ehrlich, interessieren nur die Pulse. Aber mich interessiert auch so ein bisschen Artwork, der ganze andere Kram. Und ich hoffe, ich kann wirklich endlich mal Harpien vielleicht dieses Jahr mal auf Local spielen, weil das letzte Mal habe ich die gespielt, 2015, ist schon ewig her. Als wir den, ich glaube, da war dann damals der neue Support Harpy Harpist raus, seitdem nicht mehr. Wir haben hier Harpien Schwestern, Schneeflug Extraflott, Harpien Königin, Lunalicht Panthertänzerin. Oh, hier Reprint drin entkommen, sehr cool. Die Ultra wurde doch schon etwas teuer mit der Zeit. Shining Victories. Und dann haben wir Cyber Eye Engel, eine der neuen Karten für Maschinenengel. Habe ich auch schon ewig nicht mehr gespielt. Ich habe sie meistens eher so als Engine für Herald gespielt. Ich glaube, die habe ich auch schon 2 Jahre nicht mehr ausgepackt. Wird mal langsam Zeit. Worauf ich so drauf geachtet habe, ist, ich glaube, in Japan im Original Duelist Pack kam der Harpien Flederwisch raus. Bei uns glaube ich nicht. Wäre ein toller Reprint gewesen und vielleicht auch ein Anzeichen dafür, dass die Karte mal vielleicht auch mal bei uns zurückkehrt. Aber dem ist leider nicht so und ja, schade. Cyberengel Eideten oder Idaten, sehr gute Karte. Harpien Schwestern, Cyberengel Benten. Das tut mir so weh, dass die Secrets so hart entwertet werden. Von, ich glaube, alle Cyberengel-Karten sind so hart entwertet worden, dass die Dranks of Legend 3 Karten einfach ziemlich wertlos sind. Blauer Rosendrache und inkarnierter Maschinenengel als Rare. Genau, das sind Akisas Karten hier, die ganzen Rosendrachen, den gab es ja schon vorher. Gibt es auch ein paar neue Karten, die ganzen Rosenthemen-Support, alles um den schwarzen Rosengarten. Ist ein bisschen erweitert worden, um das so eine Art Deck zu bauen. Hier drin ist auch der schwarze Rosendrache drin, der auch zu dem Thema gehört. Er hat ja auch einen zweiten Effekt, der sich um Pflanzen dreht, was auch halt so ein bisschen das Thema von Akisa ist. Cyberengel Dakini, Mal der Rose, das finde ich eine sehr coole Karte. Das tut mir auch so weh, von Secret auf Ultra auf, ich glaube nochmal auf Super, nee, dann direkt auf Common runter. Ritualheiligtum trotzdem eine sehr coole Karte, momentan eher nicht so stark. Anfällig gegen Geisterorgel und Schneehase und halt allgemeines Removal, was halt so permanente Karten wegballern kann. Theoretisch eine coole Karte, aber momentan haben wir so viele gute andere generische Search-Karten, dass die momentan eher in den Hintergrund gerückt ist. Manju und die ganzen Mantra-Wichtel, die übernehmen schon mehr oder weniger den Job davon. Bauzug-Signal Rot. Ist das eigentlich der erste Reprint von dem? Muss ich kurz überlegen. Er war doch falsch geprintet in der Duelist Legend, in der ersten Dranks of Legend, dass er, wenn er beschworen wurde, glaube ich, überhaupt permanent oder bis zum Ende des Spielzugs nicht mehr zerstört werden konnte, aber das eigentlich war, dass es nur durch den einen Kampf nicht zerstört wird. Das war auch ganz witzig gewesen, dass er rauskam. Und dann haben wir prächtiger Maschinenengel. Quick Play Rare für unsere Maschinenengel. Schwarzer Garten, da haben wir die Feldzauberkarte, die, oh, die ist so nervig mit diesen ganzen Tokens. Harpien Königin, Mal der Rose, Superkanon, Panzerzug als Rare. Das finde ich schön, dass die jetzt mal ein Reprint wieder bekommen hat. Ich glaube, die war mal in einem der OPs oder Astral Packs als Common drin gewesen. Länger Zeit nicht mehr reprintet, natürlich passend zum ganzen Thema von Anna mit den ganzen Zügen. Ist halt sehr, sehr cool. Und ja, ich habe die Karte ja geliebt, ihr habt das gesehen, in den Flinken habe ich die gerne gespielt. Und dann haben wir als Super Rare fliegender Pegasus-Zug, passend zu dem anderen Train-Support.
Trains bin ich nicht so der Experte. Sören hat das mal ein bisschen gespielt, so mit Shadows. Daniel kennt sich da auch ein bisschen mehr aus. Ich fand das eigentlich ganz lustig mit den Trains, aber habe sie eher lieber gerne irgendwo als Tech benutzt oder so, halt nicht permanent selbst gespielt, so als Deck. Cyberengel Dakini, Maschinenengel Ritual, Harpyen Phoenix Formation. Ich glaube, das müsste der erste Reprint sein, seit der Legendary Collection 4, wo sie halt als Promo dabei war. Triebwagen Aufbold, original auch aus New Challengers als Common gewesen und Harpyen Eleganz als Rare. Genau, hier gibt es aber noch den weiteren Support Richtung Harpyen Schwestern, was das angeht. Das ist ja auch so ein bisschen. Ich glaube, haben die eine zweite vernünftige Harpyen-Schwester rausgebracht? Ich glaube nicht, man muss immer noch die Originale spielen, was ein bisschen wehtut. Schwarzer Rosendrache, auch schon öfters mal in Common gesehen, unter anderem in der Legendary Collection 4? 5. 5 war das. Das war die 5Ds. Da passt ja auch 5Ds. 5. Sehr cool. Das ist eine coole Common, lege ich mal hier raus. Mondlichtbuffer, eine coole Karte für die Lunalicht, Ritualheiligtum, kleiner Cyberengel und roter Rosendrache. Der ist neu. Gab es eigentlich nur den blauen Rosendrachen bisher? War das der einzige Mini-Rosendrache, der Main-Deck war? Also schwarzer Rosendrache gab es natürlich. Blauer Rosendrache, ekstatisches Funkendreieck, Klassiker. Hexe der schwarzen Rose, dunkle Rosenfee als Rare. Und dann haben wir Super Express Schnellzug als Ultra-Rare. Sehr cool, unser erste Ultra. Ich finde die Artworks sehr cool von den Zügen. Sind so futuristische, das sieht auch schon eher wie aus wie so ein Mix aus Zug und Lockheed. Flugzeug, sehr cool. Sehr gut, unser erster Ultra. Normalerweise fliegt es doch viel mehr Holos normalerweise in so ein Legendary Duelist. Es geht immer schnell. Jagdgründe der Harpyen. Schneeflug extra flott. Harpyen Phoenix Formation. Oh, jetzt geht's schnell. Inkarnierter Maschinenengel als Rare. Dann haben wir gnädiger Maschinenengel als Super Rare. Das war die Draw-Karte, ne? Mhm. Sehr cool. Super Rare. Kleiner Cyberengel. Ich glaube, die Comments kann ich auch komplett aus dem Bild nehmen. Da haben wir hier noch ein bisschen mehr Platz. Kleiner Cyberengel. Hexe der schwarzen Rose. Cyberengel Dakini. Lunalicht Löwentänzerin. Und Lunalicht gelber Marder. Als Rare. Was für ein Name im Deutschen. Hört sich krasser an, als sie aussieht. Sehr cool. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was eigentlich die coolen Karten sind aus den entsprechenden Decks, weil ich, wie gesagt, momentan etwas out of touch bin. Heißt aber nicht, dass ich wieder in touch sein möchte mit dem Spiel. Lunalicht, Fantatänzerin, Nachtexpress Ritter, Lunalicht, blaue Katze. Auch cool. Ich glaube, die war vorher Rare in Shining Victories. War auch relativ teuer geworden, dafür, dass sie in Rare war. Weil das Maximum Rarity und auch die einzige Rarity war. Ich glaube, die wurde auch nicht mal in den Mega-Packs reprinted. Oder? Ich weiß es nicht ganz. Sehr cool, dass sie hier mit dabei ist. Lunalicht, Katzentänzerin. Sehr lunalicht geprägt. Und dann haben wir noch einen Superkanonen-Panzerzug, ganz Rare. Es gibt immer so ein paar. Meistens sind das die Rares, die hier reprintet werden in den Legendary Duel Lists, die schon mal halt irgendwo einen Print hatten, die sehr interessant sind, mal zur Seite zu legen. Wir hatten, glaube ich, in den letzten Jahren hatten wir dann so, glaube ich, Nablicht, Rotdrachenerz unter Welt, ich weiß gar nicht, war das eine Legendary Duel List? Ja, das war Dimensional Guardians zum Beispiel, das ist ja auch so eine Art Duel List Pack. Da gibt es immer so die reprinteten Rares, das sind Karten, die kann man ein bisschen zurücklegen, die kommen dann öfters mal nicht so schnell wieder reprintet und dann hat man die in einer Rarity, die ja, ein bisschen höher ist als eine Common und man hat dann einige davon, die dann halt eher weniger auf dem Markt sind, weil die Karten, die hier so oft reprintet werden, die sind nicht so reprintet wie die Commons. Die Commons sind eher so schon wirklich weit bekannte Karten. Die Rares sind etwas seltenere Reprints, da auf dem muss man immer ein Auge haben. Harpyen Phoenix Formation, Sonderfahrplan, Hexe der schwarzen Rose, Cyberengel als Rare, dann haben wir Cyberengel Isana als Super Rare. Sehr cool. Eine weitere Stufe 8er, passend zu, glaube ich, Dakini. Ich fände es noch cool, wenn die noch ein paar Low-Level bekommen würden, weil die auch Low-Level-Main-Deck-Monster haben und damit vielleicht noch ein bisschen so quasi Ritual-Up-mäßig sie spielen könnten. Zwielicht-Rosenritterin, Lunlicht-Löwentänzerin, Maschinenengel-Ritual, Sonderfahrplan und roter Rosendrache. Mal der Rose, Lunenlicht-Panther-Tänzerin, Bauzugsignal Rot, Harpyen Eleganz als Rare und dann haben wir Garten-Rosenmädchen als Ultra-Rare. Das Artwork ist phänomenal. Das ist sehr cool. Das ist die Karte, die die schwarzen Garten recycelt.
und quasi Black Rose Dragonry wiederbelebt. Das ist sehr cool. Das ist eine sehr, sehr schöne, sehr, 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 sehr schöne Karte. Sehr cool. Schwarzer Rosendrache. Hexe der schwarzen Rose. Lunalicht-Katzentänzerin. Maschinenengel-Ritual und inkarnierter Maschinenengel. Was mir auch so auffällt, ist gerade, das ist ja quasi der. Das ist ja quasi der, die Monster. Oder die, beziehungsweise die Charaktere, die hier ihre Deck-Support kriegen, sind ja quasi die ersten 5 Serien, ne? Wenn man jetzt Alexis so mal in Klammern hält, weil die halt in Arc 5 auch mit dabei war, aber auch eigentlich GX-Charakter war, dann haben wir halt Mai, die aus der Originalserie ist, dann haben wir Alexis, die aus der zweiten Serie ist, dann haben wir Akiza aus der dritten, Anna aus der vierten und dann Selina aus der fünften. Eigentlich sehr cool gemacht. Quasi nochmal so eine Art Retro-Reprint-Pack für alle, jeden Anime einmal nochmal. Schwarzer Garten, Mondlicht Parfum, Phönix, Harpyon Phönix Formation, Harpyon Schwestern und prächtiger Maschinenengel. Die sind ein bisschen seltener, so wie es mir vorkommt. Also, nicht blöd. Die sind mir ein bisschen seltener. Lege ich einfach weg den schwarzen Rosendrachen vor ein, zwei Packs. Aber irgendwie kommt es mir vor, als ob sie seltener drin wäre. Sei, ich habe noch mehr weggelegt. Lunalicht Katzentänzerin, Ritualerlichtum, Lunalicht Kaleidokücken, Cyberengel Idaten und Lunalicht Gelber Marder. Gleich sind wir mit der ersten Hälfte durch. Jagdkunde der Harpyen, Nacht Express Ritter, Triebwagen Raufbold, Roter Rosendrache und dann haben wir Harpyen Orakel als Super Rare. Yeah. Das ist die Karte, die mit den neuen Harpyen Schwestern oder mit den Harpyen Schwestern zusammenarbeiten soll, weil sie sich specialen kann. Beziehungsweise halt in der Endphase auch Zauberfallenkarte hinzufügt, das ist ziemlich cool ist. Gab es da nicht noch eine Spell oder Trap, die im gegnerischen Spielzug dich ermöglicht hat, irgendwie deine eigenen Spell und Traps zu schießen, die du dann schon hast oder so? Ich glaube, da war doch irgendwas noch in die Richtung. Ich habe so ein bisschen den Support noch mitbekommen, bevor das mit dem Umzug losging. Vorne mir Egotist, kleiner Cyberengel, Sonderfahrplan, Superkanone und Panzerzug als Rare. Jetzt geht's wieder weiter mit den ganzen Holos. Und dann haben wir dahinter Harpyen Federpause als Ultra Rare. Das ist die Draw-Karte, die halt auch relativ generisch ist. Das ist cool, weil ich glaub, die Harpyen heißen auch im Friedhof Harpyen, glaube ich. Die heißen so wie Cyberdrachen im Feld und Friedhof. Was mir ein bisschen wehtut natürlich wieder, die Artworks, super zensiert. Da haben wir unsere letzten 3 Support-Harpyen quasi. Das war der Support aus Arc 5, das war der Support aus Sechsel war das noch quasi und das ist der Support aus GX gewesen, also GX-Zeit. Lol. Sehr cool. Weitere Ultra-Rare. Vielleicht sollte ich die Ultras und die Supers ein bisschen auseinanderhalten. Dann haben wir so einen kleine Kategorie und dann sagen wir, gehen wir mal auf die zweite Seite. Das ist eigentlich bisher ziemlich geil, oder? Wir haben 4 Supers und 3 Ultras schon und wir haben noch einiges to go. Mondlichtparfum, kleiner Cyberengel. Jagdkunde der Harpyen, Zwielichtrosenritterin und Lunalicht gelber Marder. Bisher bin ich auch zufrieden, dass wir nichts doppelt gezogen haben. Das ist cool. Aber ich glaube, meistens bei den Duelist Packs versuchen sie das, also Duelist Pack-ähnlichen Karten oder Sets, versuchen sie das eher zu vermeiden, dass man viele Doppelten zieht. Besser lieber, dass man in jedem Display das gleiche zieht. Das kommt eher vor. Von dem Egotist, Cyberengel Benten, Ritual Heiligtum, Ekstatisches Funkendreieck und Lunalicht, Smaragdgrüner Vogel. Das ist die erste, die wir von der gezogen haben. Wir haben mehr Marder gezogen als Vögel. Von dem Egotist. Geht immer mit von dem Egotist los. Harpyen Königin, Bauzug Signal Rot, Cyberengel, Cyber-Eye-Engel, oh Gott. Als Rare, dann haben wir dahinter Lunalicht-Fusion. Oh ja, wieder die Anspielung auf die Fusionskarte. Aber ich finde das cool, wie sie das mit dem Mond zusammen kombiniert haben und das so halt thematisch mit aufbereitet hat. Das hat etwas Eigenes auch davon. Also sehr cool als Super Rare. Sehr gut. Oder war das die Verteilung 4, 6, 6 Supers? Oder hat man auch 8 Supers? Nee, hat man nicht auch nur so 8 Supers rausgezogen? Ich vergiss das immer wieder, weil diese Sets so immer hinkommen und wieder weggehen. Cyberengel Benten, Ekstatisches Funkendreieck, Maschinenengel Ritual, Schwarzer Rosendrache und dann haben wir Erblühen der dunkelsten Rose als Rare. Glaube ich, die erste. Das Artwork vom Schwarzen Rosendrachen hier ist phänomenal. Fantastisch. Wunderschön. Schwarzer Garten, Cyberengel Eideten, Ekstatisches Funkendreieck, Sonderfahrplan und Dunkle Rosenfee. Auch ein sehr hübsches Artwork. Schneeflug extra flott, Cyberengel Dakini, Cyberengel Benten,
prächtiger Maschinenengel als Rare. Dann haben wir dahinter als Ultra Rare knapper Fahrplan. Nächste Quick Play für das Deck. Erinnert mich so ein bisschen an den Sonderfahrplan vom Artwork. Mit diesem Beschwörungskreisel-Thing. Sehr cool. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Pack. Cyberengel Idaten oder Idaten, Mal der Rose. Wie spricht ihr das? Idaten oder Idaten? Ich finde, Idaten liest sich einfach hübscher. Idaten kann man aber auch sagen. Ich glaub, die Idaten. Harpien, Schwestern, Triebwagen, Raufbold und Harpien, Eleganz. Triebwagen, Raufbold, Schneeflug, Extraflott, Nacht, Express, Ritter. Lunelich, Kaleidekuchen. Ich sehe, das wird ein komplettes Trainpack jetzt. Lunelich, Kaleidekuchen und Erblühen der dunkelsten Rose. Vornehmer Egotist, schwarzer Garten, blauer Rosendrache, Zwielicht-Rosenritterin und prächtiger Maschinenengel. Oh Gott, jetzt ist das Pack aufgemacht hier. Uiuiuiui. Schwarzer Rosendrache, wunderschön, der vierte. Lunerlich, Kaleidoküken, Harpien-Schwestern, Harpien-Eleganz als Rare. Und jetzt kriegen wir eine Falle dahinter. Das heißt auf jeden Fall wieder keine Doppelung. Da haben wir Harpien-Federsturm als Super Rare. Das ist doch... Die war doch in Duelist Saga als Ultra Rare drin, oder? Irre ich mich? War die nicht als Ultra Rare in Duelist Saga drin? Ich glaube schon. Also warum hat die nochmal hier einen Super Rare Reprint bekommen? Das wäre dann die einzige Karte, die einen Reprint bekommen hat. Oder war das was anderes vom Namen her? Irgendwie habe ich das Gefühl, das Artwork hätte ich schon mal gesehen. Und zwar in Duelist Saga. Schneeflug extra flott. Ist auch interessant, dass sie dann wirklich... Ah ja, na doch, obwohl... Manchmal gibt es so ein, zwei Karten, die als Super Rare reprintet werden in den Legendary Duelists. Jetzt, wo ich mal so ein bisschen überlege, das stimmt schon. Schneeflug extra flott. Lunerlich blaue Katze. Lunerlich Panthertänzerin. Cyberengel Idaten und Cyber-Eye-Engel. Jagdgründe der Harpien. Cyberengel Benten. Blauer Rosendrache. Zwielicht-Rosenritterin und dunkle Rosenfee als Rare. Mal der Rose, Ritualheiligtum, Lunalicht, Löwentänzerin, Schwarzer Garten, inkarnierter Maschinenengel als Rare. Jetzt haben wir noch irgendwie 4-5 Packs to go. Harpienkönigin, blauer Rosendrache, Cyberengel Dakini, Bauzugsignal rot und Erblühen der dunkelsten Rose erneut als Rare. Das ist schön, damit haben wir das Playset voll. Mindestens, glaube ich, vielleicht sogar 4. Harpien Phönix Formation, Harpien Königin, Schwarzer Rosendrache Nummer 5. Oh, Superkanon Panzerzug als Rare. Und dann haben wir verlockende Spiegelanordnung als Super Rare. Genau, das ist die Karte, die quasi, wenn man Harpies Hunting Ground auf dem Feld hat und sie. Ist das cool, wenn die durch Kampf zerstört werden, kann man eine aus dem Deck specialen, dann kann man theoretisch eine Karte auf seiner Spielfeldseite auch zerstören und kann halt weitere Sachen triggern, die natürlich trigger, glaube ich, nur, wenn der Gegner das macht. Das ist aber eine sehr coole Karte. Wenn er die entfernen möchte, dann kriegt man ein weiteres Monster und da sieht man die ganzen coolen Ladies hier drauf, auch wieder mal zensiert. Ist fuck though. Okay, 5 Ultras, 6 Supers, ich glaube, das müsste der Schnitt sein. Ich glaube, wir hätten sonst auch immer 5 Ultras. Lunerlicht, blaue Katze, Ritualheiligtum, Nachtexpress, Ritter, prächtiger Maschinenengel als Rare. Dann haben wir Lunerlicht, Serenadentanz als Super Rare. Das ist hübsch. Hat etwas Anmutiges mit diesem Schatten, der so ein bisschen evil aussieht. Das ist cool. Sehr cool. Und dann kommen wir zum vorletzten Pack noch. Oh, ja, machen wir es immer. Vielleicht noch eine Super, dann hätten wir die 8-5er-Verteilung. Ich glaube, das ist die normale. Blauer Rosendrache, Harpienkönigin, Hexe der schwarzen Rose, Harpienschwestern und dunkle Rosenfee. The final pack of Legendary. So. Kleiner Cyberengel. Cyberengel Dakini. Zwielicht-Rosenritterin. Bauzugsignal rot und Harpien-Eleganz als Rare zum Abschluss. Ich würde sagen, ich räume kurz auf und dann sehen wir uns zum Recap wieder. Bis gleich. Gut, bei dem Set, das sich selbst Girl Power mit aufs Emblem draufgeschrieben hat, haben wir bei den Rares einmal den grünen Vogel, dreimal den Marder, den Engel haben wir viermal,
Die Rosenfee haben wir auch viermal. Den Rosendrachen haben wir dreimal. Die Maschinenengel haben wir hier, glaube ich, fünfmal. Und den haben wir viermal. Die Rapieneleganz haben wir auch fünfmal. Die ist erblühen dreimal. Und Superkanonenpanzerzug dreimal. Dann bei den coolen Commons haben wir den schwarzen Rosendrachen insgesamt fünfmal rausgezogen. Also im Schnitt wie fast eine Rare. Und bei den Super Rares haben wir bei den Lunalichtkarten eine Lunalichtfusion, ein Lunalicht-Serenadentanz, einen fliegenden Pegasuszug bei den Trains. Bei den Harpien haben wir ein Harpien-Orakel, ein Harpien-Federsturm, einen gnädigen Maschinenengel bei den Maschinenengel oder Cyberengeln und ein Cyberengel Isana dabei. Dann kommen wir zu den Ultra Rares, von denen wir insgesamt 5 Stück draus gezogen haben. Da haben wir bei den Trains einen Super Express Schnellzug und einen knappen Fahrplan. Bei den Harpien haben wir die Harpien, Federpause und verlockende Spiegelanordnung. Und bei den Karten um Akisa rum haben wir das Garten-Rosenmädchen. Ich muss persönlich sagen, cooles Set. Viele Karten, die ich selbst noch so gar nicht kenne. Ich muss mich ein bisschen einlesen. 2 Decks, die ich auf jeden Fall nochmal irgendwie dieses Jahr ausprobieren möchte. Ob das jetzt mit diesem Support sein wird oder ob da noch folgender kommt nachher, die den ein bisschen besser macht. Werden wir nochmal schauen. Finde ich ein sehr cooles, nostalgisches Oldschool-Kombinationsset. Cool, dass ein bisschen halt die Frauen auch in dem Anime ist jetzt auch ein bisschen hervorgehoben werden. Die hatten auch ein paar sehr, sehr ziemlich coole Decks. Und ich hoffe, dass das macht die ein bisschen spielbarer. Ja, ich würde sagen, so von krassen Reprints, so Spielstärke-Reprints gibt es hier nicht wirklich viel. Da ist ein bisschen knapp bemessen, was das angeht. Nur persönlich kann ich jetzt halt schlecht einschätzen, wie gut eigentlich die Karten hier drin sind für die anderen Decks. Auch wenn sie vielleicht kein Meta-Breaking sind, sind es auf jeden Fall nette Additionen, die halt die Decks per se ein bisschen spielbarer machen, als sonst vorherige halt Gimmick-Decks zu sein. Ist das schon eine sehr, sehr coole Sache, dass man da ein bisschen was aufgebaut hat. Und vielleicht gibt es nachher noch Support, der darauf noch aufbaut und die Decks noch besser macht. Ich hoffe, euch hat soweit dieses Opening gefallen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das war's dann hier von mir. Bis zum nächsten Mal und tschüssi.